und bei mir im Studio Platz genommen hat, mittlerweile Kenan Güngör, Soziologe und Integrationsexperte. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wir analysieren dieses Treffen heute nochmal in Berlin. Erdogan kommt also nach Deutschland. Die Empörung im Vorfeld war riesengroß. Hätte man aus Ihrer Sicht diesen Besuch tatsächlich absagen müssen? Also ich verstehe sehr gut, dass natürlich Staaten immer schauen müssen, diplomatische Beziehungen zu haben, auch natürlich zu despotischen Regierungen. Das ist internationale Politik. Aber vor dem Hintergrund, das, was wir jetzt gerade im Nahen Osten haben und gerade wie der türkische Präsident eigentlich sich als Fürsprecher einer Terrororganisation ganz explizit hinstellt und den Antisemitismus noch so befeuert in seinem Lande, da halte ich das wirklich für ein Problem, zu sagen, das war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das Polizeiaufgebot heute war auch enorm. 2800 Polizisten waren im Einsatz, damit es zu keinen Eskalationen kommt, weil natürlich seine Aussagen nicht nur auf diplomatischer Ebene für Unruhe sorgen, sondern natürlich auch bei den Menschen, die in Deutschland leben. Ist das aber letzten Endes auch von Erdogans Seite aus ein bisschen gewollt? Also Erdogan hat immer schon von der Zuspitzung gelebt und was er immer schon hatte, war, dass er gerne Europa vorgeführt hat. Meistens hat er es sozusagen angepöbelt, das ist so wie der Bully gewesen in der Schule, der dann sozusagen so, der schaut diesen schwachen Westen an, ich bin der große, starke Führer, ich bin der Sprecher sozusagen der islamisch-arabischen Welt zum Teil und dieser doppelzüngiges Europa, das hat er schon jetzt über die letzten 10 Jahre so oft getan und es war eigentlich schmerzvoll zu sehen, dass eigentlich Europa immer vor ihm auch gekuscht ist und das war für ihn eine Bestätigung, so wie wenn einer keinen Widerstand erfährt, sich umso mehr aufbäumt. Heute ist Erdogan in einer anderen Situation, weil er wirtschaftspolitisch so stark mit dem Rücken an der Wand steht und einerseits sozusagen wieder den Machtpolitiker spielen möchte und zugleich wieder mal vermutlich auch hier ist, um einfach noch ein paar Deals zu holen, weil er ist auch ein sehr guter Händler, um das für sich das meiste herauszuholen. Wie das Nachrichtenmagazin Welt heute berichtet, gehen internationale Nachrichtendienste gerade der Frage nach, ob die Türkei tatsächlich der größte Helfer des Finanzmanagements der Hamas sein kann. Halten Sie das für möglich? Ob sie im Finanzmanagement der größte Helfer sind, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber es gibt de facto 3 Länder, die immer die Hamas unterstützt haben. Wir reden immer über den Iran und das war sozusagen der stärkste. Natürlich hat Katar eine sehr zentrale Funktion in dem gehabt, weil auch dann die Führung der Hamas dort ist. Und wir haben immer die Türkei gehabt. Also die Türkei hat das nie versucht, so groß in die Bühne zu bringen, aber die Führung von der Hamas war auch immer wieder in der Türkei. Sie sind auch zum Teil in der Türkei. Das wird immer unter der Wahrnehmungsschwelle gehalten, aber die Türkei hat sich auch immer ein bisschen als Ort des politischen Islams verstanden. Also auch die syrische Muslimbruderschaft, die Führung war dann während des Krieges in der Türkei. Wenn man weiß, wie stark zum Beispiel die Türkei die Dschihadisten, wirklich Dschihadisten, die in Syrien gemordet haben, zum Teil sozusagen dort eine eigene Privatarmee gegründet hat, gegen die Kurden zum Beispiel, dann merkt man, er hat überhaupt keine Probleme, sich mit den extremistischen Gruppen im islamischen Spektrum zusammenzufinden. Deswegen, Finanz weiß ich nicht, aber dass das andere schon längst ein offenes Geheimnis ist, ist das andere Thema. Und er spricht es mittlerweile ja auch offen aus, mit wem er sympathisiert. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz in Deutschland. Dort gibt es ja neben der AKP auch die UID, die Union Internationaler Demokraten, die gibt es auch in Österreich. Ein Vertreter dort, ein Funktionär hat ihm auch gesagt, er fordert auf, quasi, er ruft das Kalifat aus, also er würde gerne das Kalifat ausrufen, einen weltweiten islamischen Bund mit 17 Millionen Kämpfern. Meine Frage jetzt an Sie, muss man solche Vereinigungen, und die sind ja in 33 Ländern vertreten, mitten in einer Demokratie dulden? Muss man das aushalten? Also man muss es weder dulden noch aushalten, vor allem es ist keine Privatmeinung, sondern man spricht in einer sozusagen offenen Funktion. Das ist die eine Person, aber er zeigt ein Stück weit, was der Geist dahinter ist. Also insofern sind das meistens auch so was wie eine Offenbarung, die wir dann bekommen. Tatsache ist eben, wir haben einen Islamismus in der Türkei, wir haben in den Führungsstrukturen gerade wirklich auch sehr, sehr islamistische Gruppierungen, die auch mit der Demokratie nicht viel anfangen können. Was Erdogan von der Demokratie hält, sehen wir ja auch eigentlich, was da sozusagen der Fall ist. Es wundert uns nicht und mich wundert das nicht. Und ich glaube auch, dass man solche Organisationen gut im Auge haben muss. Nur muss man verstehen, sie haben eine ganz wichtige, diese UED hat eine Gatekeeper-Funktion, weil sie die Türkei
und die AKP vor allem im Backing hat. Die Türkei wäre falsch, aber man muss sagen, die AKP und diese Regierung im Backing hat. Deswegen sind sie manchmal sogar personell schlecht aufgestellt, aber sie können sich ziemlich vieles herausnehmen und fühlen sich von woanders gestützt und gestärkt. Mhm. Sie haben vorher über den möglichen falschen Zeitpunkt dieses Besuches gesprochen. Jetzt haben heute natürlich auch alle beobachtet, was der deutsche Kanzler Scholz vor allem auch jetzt vor kurzem in der Pressekonferenz sagt. Er hat das Thema Antisemitismus aber ganz klar auf seine Seite geholt und hat sich auch ganz klar abgegrenzt von Erdogan. War das auch dringend notwendig, diese rote Linie quasi mal aufzustellen und zu sagen, wir sind anders? Genau. Das war jetzt mehr als notwendig. Ich glaube, politisch hätte es sonst auch kaum noch überlebt, wenn er das nicht getan hätte, weil einer, der offenkundig die Hamas als eine Widerstandsbewegung und eine sozusagen islamistische Widerstandsbewegung definiert, als Mujahidin definiert und eben Islam, sozusagen Israel als den Terrorstaat hinstellt. Das heißt nicht, dass man Israel nicht kritisieren darf. Und die ganze Zeit Stimmung macht dazu. Er war ja, man muss auch sagen, Erdogan war die ersten Wochen auch eher still und dann hat er gemerkt, die Stimmung steht und er wollte sich mit ins Spiel wiederbringen. Mit der deutschen Geschichte, dass da, wenn da ein Bundeskanzler dazu keine Worte findet, wäre das ein Armutszeugnis. Deutschland hat leider sehr oft in dieser Appeasement-Politik sehr vieles sich über sich ergehen lassen und ihm einen Freifahrtschein, einen Narrenfreiheitsschein eigentlich ausgestellt. Und es ist schon gut, dass das zumindest angesprochen worden ist. Ob das irgendwas bewirkt, natürlich bei Erdogan, das wir jetzt ganz sicher nicht haben. Aber es war wichtig, öffentlich zumindest diese Abgrenzung vorzunehmen. Viele argumentieren ja auch aus der SPD heraus, man muss die Kommunikationskanäle offen halten zur Türkei. Warum ist die Türkei für Deutschland so wichtig? Also erstens, wir haben eine sehr große türkeistämmige Bevölkerung. Wir haben sozusagen eine sehr, sehr starke, auch wirtschaftliche Verflechtung mit der Türkei. Wir haben sozusagen die Flüchtlingsfrage, wo es mit der Türkei den Deal gab, weil die meiste Zuwanderung, die aus der Türkei noch gehalten wird, wäre ja Richtung Deutschland gegangen. Das heißt, es gibt schon diese Abhängigkeiten. Nur hat Deutschland und Europa sehr stark vergessen, dass nicht nur Deutschland von der Türkei abhängig ist, sondern viel stärker die Türkei von Deutschland und Europa. Aber da hat ein bisschen ich bin auch dafür, dass man auch wirklich Dialoge halten muss. Also Dialog abzubrechen oder Gesprächskanäle abzubrechen, sollte der letzte Schritt sein und nicht der erste. Aber man muss schon ein Standing haben. Und das hat wirklich die letzten 10, 15 Jahre waren schmerzlich davon geprägt, wie sich Europa hat wirklich so vorführen lassen von Erdogan. Und das hat ihm eigentlich nur genutzt. Weil wir gerade bei Europa sind. Europa ist abhängig von Erdogan aufgrund des Flüchtlingsdeals, der, wie Sie sagen, eigentlich nicht mehr gilt. Man müsste ihn ja neu verhandeln. Wo stehen wir da gerade? Die Türkei hat sich jetzt selber dadurch in eine unmögliche Situation hineinmanövriert. Weil de facto war das ein Modell, das sich nicht auf lange Sicht tragen lässt, weil ich weiß nicht, je nachdem wie die Zahlen sind, haben wir mittlerweile 7 bis 10 Millionen Geflüchtete in der Türkei. Und das führt jetzt gegenwärtig dazu, dass die Türkei sagt, was machen wir mit den Menschen, weil das so jetzt ein Auffangbecken ist, wo die Leute nicht weitergehen können. Und auch in der Türkei steigt die Feindseligkeit gegenüber sozusagen Geflüchteten sehr, sehr stark. Und das ist Erdogan ein Riesenproblem mittlerweile. Das heißt, der Deal ist nicht nur ein Problem jetzt von Europa zur Türkei, sondern die Türkei hat jetzt gegenwärtig das massive Problem. Und da muss man andere Lösungen finden. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Auch Sie waren schon mal im Visier von Erdogan. Gegen Sie wurde Haftbefehl erlassen. Ihnen wird Beleidigung des Präsidenten Erdogan und Terrorunterstützung vorgeworfen. Was ist denn hier der Status quo? Also es sind keine Haftbefehle, weil um einen Haftbefehl auszustrecken, müssen Sie sozusagen auch verhört werden. Es ist sozusagen, ich werde in der Türkei gesucht, um vernommen zu werden, aber dann ist das so, wäre es wie ein türkisches Roulette. Sie kann aktuell nicht in die Türkei reisen. Ich könnte in die Türkei reinreisen und die Frage wäre, wenn ich verhört werde, kann es sein, dass ich dann rauskomme oder es kann dazu führen, dass ich 7, 8 Jahre im Gefängnis bin. Mhm. Aber das ist auch mit die Unbestimmtheit, das ist eine Strategie der Türkei gewesen, auch das sozusagen offen zu lassen, damit viele Menschen eigentlich aus vorauseilender Angst zum Mundtot werden, also aus der Angst, wenn ich was sagen kann, es für mich Konsequenzen haben.
und deswegen nichts sagen. Das heißt, wirkliche Macht ist dann da, wenn sie die nicht mal nutzen müssen, sondern die Angst dafür führt, dass die Leute still sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerne bereit, den Preis dafür zu zahlen, in die Türkei nicht zu gehen, als das Gefühl zu sagen, ich werde dazu schweigen. Das ist eine politische Entscheidung. Deswegen fühle ich mich auch nicht als Opfer dessen, sondern es ist eine politische Haltung, die einen Preis haben muss. Kenan Güngör, einmal mehr ein großes Vergnügen, Sie im Studio zu haben. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung.